Wir machen heute super leckere weihnachtliche Lebkuchen-Cake-Pops. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben ist in der Infobox verlinkt oder ihr findet es direkt auf amerikanisch-kochen.de. Als erstes brauchen wir weichen Lebkuchen. Dazu verrührt ihr Eier, braunen Zucker, Vanillezucker, Milch, geschmolzene Butter, Honig, bis sich alles gut vermischt hat. Dann kommen noch gemahlene Haselnüsse dazu. Das Mehl vermischt ihr mit Backpulver, Salz und Lebkuchengewürz und gebt es zu den restlichen Zutaten. Wenn sich alles gut verbunden hat, verteilt ihr den Teig gleichmäßig auf einem mit Backpapier belegten Backblech und backt den Lebkuchen im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze 20 bis 25 Minuten. Wenn bei der Stäbchenprobe kein Teig mehr hängen bleibt, ist er fertig. Damit er nicht austrocknet, lasst ihr ihn am besten unter Alufolie abkühlen. Wenn der Kuchen abgekühlt ist, zerkrümelt ihr ihn ganz fein. Danach gebt ihr Nuss-Nougat-Creme dazu und knetet die Masse gut durch. Am besten macht ihr das mit Einmalhandschuhen, weil das Ganze ziemlich klebrig ist. Um kleine Schneemänner zu formen, formt ihr den Teig jeweils zu kleinen Kugeln, wobei immer eine von den beiden etwas kleiner sein sollte als die andere. Für Weihnachtsbäume und Mützen wird der Teig zu kleinen Kegeln geformt. Danach müssen sie erstmal eine halbe Stunde in den Kühlschrank, um gut durchzukühlen und fester zu werden. Anschließend taucht ihr bei den Schneemännern das Ende der Cake-Pop-Stiele in weiße Kuvertüre und steckt die größere Kugel auf den Stiel. Dabei sollte der Stiel oben circa einen halben Zentimeter rausragen. Darauf kommt dann ein kleiner Klecks Kuvertüre und die kleine Kugel obendrauf. Als Halter könnt ihr zum Beispiel in Geschenkpapier eingeschlagene Styropor benutzen, in das ihr die Cake Pops einfach reinstecken könnt. Bei den Weihnachtsbäumen taucht ihr die Stiele in grün eingefärbte Kuvertüre und steckt die Kegel darauf. Die Mützen taucht ihr mit der breiten Seite in weiße Kuvertüre, danach in Kokosflocken und setzt sie dann auch auf die Stiele. So gebt ihr sie dann wieder 15 bis 20 Minuten in den Kühlschrank. Wenn sie gut durchgekühlt sind, kann es weitergehen. Die Schneemänner werden ein bis zweimal komplett in weiße Kuvertüre getaucht. Sobald die Glasur fest ist, können sie verziert werden. Für Schal und Nase eignen sich am besten Fondant oder Marzipan.
Kleine Details lassen sich prima mit dunkler Zuckerschrift aufmalen. Als Hut eignet sich Eiskonfekt, was ihr auf Schokoplättchen befestigt. Die Schokoplättchen könnt ihr aus geschmolzener Kuvertüre ganz einfach selber machen. Die Weihnachtsbäume taucht ihr in grüne Kuvertüre und bringt sie mit einem Zahnstocher noch etwas in Form. Als Baumschmuck könnt ihr zum Beispiel Zuckerperlen oder Zuckerstreusel nehmen. Und als Stern Fondant oder Marzipan. Die kleinen Mützen taucht ihr bis zur weißen Kante in rote Kuvertüre und lasst sie gut abtropfen. Danach könnt ihr sie noch mit weißem Fondant oder Marzipan verzieren. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, findet ihr im Anschluss noch ein paar Vorschläge. Falls ihr genug vom amerikanischen Essen habt, geht es rechts oben zu unserem zweiten YouTube-Kanal Kochkino. Für alle, die mit mobilen Geräten zuschauen, stehen alle Links auch nochmal in der Infobox.